Hallo, guten Tag, liebe Schüler und Schülerinnen in 11. Klasse. Bitte macht das Booklet auf Seite 46. Heute beginnen wir mit Alltagssituationen. Sie möchten ein Zimmer im Hotel reservieren. Was sagst du? Haben Sie ein Zimmer frei? Das Wort ein Zimmer bedeutet Room. Ich brauche ein Einzelzimmer oder Doppelzimmer, Single Room oder Double Room. Mit Frühstück, Halbpension oder mit Vollpension. Okay? Half-board oder all-inclusive. Sie möchten etwas wissen. Sie möchten etwas wissen und wissen bedeutet to know. Darf ich etwas fragen? Darf ich etwas fragen? Sie verstehen ein Wort nicht. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Sie hören ein Wort nicht. Wie bitte? Können Sie das wiederholen? Jetzt möchten wir diese Situationen beantworten. Okay? Frage Nummer 1. Du möchtest ein Zimmer in einem Hotel reservieren. Was sagst du? Ja, richtig. Haben Sie ein Zimmer frei? Nummer 2. Ein Freund fragt mit Halbpension, mit Halbpension. Nein, mit Frühstück. Sehr gut. Frage Nummer 3. Du hörst ein Wort nicht. Was sagst du? Ja, sehr gut. Wie bitte? Du fragst nach der Erlaubnis. Und Erlaubnis bedeutet Permission. Darf ich hier parken? Anna Bechut, Permission. Darf ich hier parken? Okay. Darf ich hier parken? Frage Nummer 5. Du willst ein Zimmer mit Frühstück und Abendessen reservieren. Ich brauche ein Zimmer. Ja, richtig. Das ist Halbpension mit Frühstück und Abendessen. Okay, das ist Halbpension. Nummer 6. Du sprichst über Notwendigkeit. Und Notwendigkeit, meine hat Darura. Okay, über ich benutze Modalverb müssen. Über ich muss zum Arzt. Okay, ich muss zum Arzt gehen. Jetzt möchten wir eine E-Mail zusammenschreiben über das Thema eine Reise. Eine Reise nach Berlin, nach Alex oder Urlaub im Sommer. Ich lese diese Tabelle und dann schreiben wir eine E-Mail. Ich möchte eine Reise nach Berlin fahren. Mit Modalverb möchten, das Verb steht am Ende. Ich möchte eine Reise nach Berlin fahren. Ich wohne in einem Hotel. Ich fahre nicht allein. Ich fahre mit meinem Freund. Ich möchte im Sommer fahren. Die Leute sind sehr freundlich. Und freundlich, friendly, bedeutet friendly. Berlin gefällt mir sehr. Ich esse immer in einem Restaurant. Berlin hat viele Sehenswürdigkeiten. Was bedeutet Sehenswürdigkeiten? Ma'alim Siyahiyya. Ich möchte die Sehenswürdigkeiten besuchen. Alles hier ist sehr schön. Jetzt möchten wir eine E-Mail, okay, schreiben. Du bist Khaled. Du machst einen Urlaub in England. Schreib eine E-Mail von England an Hazem. Ich beginne meine E-Mail mit, ja, richtig. Ich beginne mit, lieber Hazem. Lieber Hazem. Okay, lieber Hazem. Okay.
Nummer zwei, ich schreibe, wie geht's dir? Ich mache einen Urlaub. Wie geht's dir? Ich mache einen Urlaub in England. Und ich bin ja, richtig, in London. Alles hier ist sehr schön. Alles hier ist sehr schön. Okay, ich studiere Englisch und Wirtschaft. Okay, und was bedeutet Wirtschaft? Tagore. Hier übernachte ich in einem Hotel. Hier übernachte ich in einem Hotel. Und am Ende schreibe ich Tschüss und schreibe auch Khalid. Okay? Noch einmal, lieber Hesem, wie geht's dir? Ich mache einen Urlaub in England. Ich bin in London. Alles hier ist sehr schön. Ich studiere Englisch und Wirtschaft. Hier übernachte ich in einem Hotel. Tschüss, Khaled. Das ist E-Mail Nummer 1. Es gibt hier zwei E-Mail. Okay, ich beantworte die folgende E-Mail auf die E-Mail. Okay, das ist die Seite 49. E-Mail Nummer 1. Lieber Dalia, wohin fährst du im Sommer? Wie ist das Wetter dort? Wo wohnst du dort? Und wie lange bleibst du dort? Soha. Ich antworte die E-Mail und beginne mit: Ja, lieber Soha, ich fahre nach Hurghada. Und wie ist das Wetter? Das Wetter ist sehr schön. Und Wetter bedeutet Weather, okay? Ich wohne dort in einem Hotel. Ich bleibe dort eine Woche. Dalia. Das ist E-Mail Nummer 1. E-Mail Nummer 2. Lieber Salem, wie geht's? Und ich antworte mit: Es geht mir gut. Wo warst du im Sommer? Die Frage hier ist im Präteritum. Wo warst du im Sommer? Ich benutze waren. Mit wem warst du dort? Mit wem und who? Und wie lange bist du dort geblieben? Wie war das Wetter dort? Lieber, ich antworte jetzt im Präteritum, okay, für Past. Ich beginne mit: Lieber Megit, wie geht's? Es geht mir ja gut, okay? Im Sommer war ich in Alex. Ich war mit meinem Freund. Ich bin 2 Wochen dort geblieben. Das Wetter war heiß. Und am Ende schreibe ich Salem. Das ist E-Mail Nummer 2, Seite 49. Vielen Dank, liebe Schüler und Schülerinnen. Tschüss.